Also ein Repair-Café oder ein Reparaturtreff ist eigentlich gelebte Praxis, zumindest in Deutschland oder in offenen Werkstätten in Deutschland schon seit Jahrzehnten. Laien und Profis oder Experten, Menschen mit bestimmten Fertigkeiten, mit Reparatur-Know-how, tun sich zusammen und reparieren die Dinge des alltäglichen Lebens. Das Besondere oder das Neue an diesem neuen Boom der Repair-Cafés ist wahrscheinlich auch ein Wandel im gesellschaftlichen Bewusstsein. Denn dieses neue Zusammenkommen, dieses neue produktive Vergemeinschaften ist ein Weg, Nachhaltigkeit nicht nur auf den Lippen zu tragen, also nicht nur darüber zu sprechen, sondern es in eine Alltagspraxis zu überführen, tätig zu werden. Wir stellen fest, dass bei diesen unterschiedlichen Gruppierungen und Netzwerken, mit denen wir uns in der Anstiftung so befassen, also mit Gemeinschaftsgärten, mit offenen Werkstätten und auch mit Repair-Café oder Reparaturinitiativen, dass es da sehr große Schnittmengen gibt. Das sind alles Bausteine, soziale Praktiken, Gemeinschaftspraktiken, die das, was man in der Zukunft eigentlich haben will, schon mal ins Jetzt befördern. Man fängt schon mal an, damit so zu leben, wie es eigentlich gesund und förderlich wäre. Die Idee Repair Café hat tausend Namen. Es gibt Reparaturtreffs, das Repair Hospital, Elektroniksprechstunde, Reparierbar, Hobbytreff und eben auch Repair Cafés. Eine unglaubliche Kreativität ist dort spürbar, die da in diesen Initiativen entsteht. Die Menschen befassen sich mit unterschiedlichen Themenbereichen. Mal gibt es Repair-Cafés, die sich ausschließlich mit Textilien befassen. Dann wieder wird eine Reparatur-Zusammenkunft im Garten veranstaltet und Gartengeräte werden gemeinsam repariert. Oder auch Repair-Flashmob, da wo man es nicht erwartet. Plötzliches Aufpoppen eines Repair-Settings mitten in der Stadt. Das Tolle daran ist, für uns als Anstiftung mit all diesen Initiativen in Kontakt zu stehen und diese Kreativität anderen zugänglich zu machen, um für Inspiration und gegenseitige Anstiftung zu sorgen. So unterschiedlich diese ganzen Initiativen auch sind, ist für uns bemerkenswert, dass sich die Gruppierungen in eigentlich drei Punkten immer sehr einig sind. Und zwar geht es bei Repair-Café-Veranstaltungen um nicht kommerzielle Settings. Das heißt, jeder soll eingeladen sein, sich daran zu beteiligen. Es kostet nichts. Spende ja, aber bezahlen für Reparatur nein. Der zweite Punkt ist, es geht um Hilfe zur Selbsthilfe und nicht um kostenlose Reparatur. Es geht darum, Wissen und Fertigkeiten auszutauschen und gemeinschaftlich ans Werk zu gehen. Und der dritte, sehr wichtige Punkt ist, es geht um sehr viel mehr als nur reparieren. Es geht um produktive Vergemeinschaftung. Das Zusammenkommen, miteinander sprechen und was gemeinsam machen, bietet Andockpunkte für unterschiedlichste weitere Gespräche, für Kennenlernen, für soziale Kohäsion, für das Zusammenkommen, für neue Gemeinschaften. Und das ist etwas, was wir auf breiter Ebene unterstützen wollen.